Oh mein Gott, Leute, wenn ihr mein Herz gerade schlagen fühlen könntet. Bum, 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 bum. Ich bin so aufgeregt, oh mein Gott. Ihr wisst, ich habe übelst viel zu tun mit YouTube. Das ist echt ein Job für zwei Leute. Ich habe mittlerweile einfach so viele Projekte und Dinge, wo ich vielleicht auch Hilfe brauche. Und das war die ganze Zeit in der Überlegung, dass Raffi mir helfen könnte, dass er zum Beispiel mein Kameramann wird. Ich glaube, das habt ihr schon mehrmals mitbekommen. Wir haben heute den 25. Februar, 11 Uhr gerade. Und er ist rüber in sein Zimmer und ruft gerade seine Chefin an und kündigt. Oh mein Gott. Und wie fühlst du dich? Gut. Echt? Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin aufgeregter als du. Welcome to the team. Hello, Kali Crew. Und willkommen zu diesem ganz besonderen Video, auf das wir jetzt schon mittlerweile Wochen, Monate gewartet haben. Raffi hat seinen festen Job gekündigt. Genau. Ich war vorher im Vertriebsinnendienst bei einem Maschinenbauzulieferer. Und jetzt? Und jetzt bin ich hier bei Cassie und wir arbeiten zusammen. Das kommt für euch wahrscheinlich jetzt auch gerade hier aus dem Nichts, weil auf YouTube habe ich das tatsächlich noch nie erzählt. Auf Instagram haben wir das schon angekündigt, als du gekündigt hattest vor einem Monat. Ja. Die Szene, die ihr jetzt gerade gesehen hattet, und haben das auch schon mehrmals so ein bisschen angeteasert oder so ein paar kleine Nuggets getroppt. Also ich glaube, wenn man aufmerksam zugeschaut hat, hätte man sich schon denken können, dass es irgendwann kommt. Ja. Aber jetzt ist es soweit. Unser Traum geht in Erfüllung. Ich bin übertrieben aufgeregt und freue mich. Und heute haben wir gedacht, wir begleiten es einfach mit der Kamera. Raffis erster Arbeitstag an meiner Seite. Es werden irgendwann so krasse Erinnerungen sein, wenn wir zurückschauen und denken, guck mal damals. Genau, und nachher beantworte ich einfach mal alle Fragen, die ihr auf Instagram gestellt habt. Aber jetzt erstmal eine Frage noch an dich. Und zwar kommt die Frage diesmal von Andrea Hunold. Hey Cassie, wird der zweite Schülerkalender mit dem Oktober beginnen und an den jetzigen Kalender mit September anknüpfen? Yes, meine Kalender knüpfen aneinander an. Falls ihr es noch gar nicht mitbekommen habt, ich habe letztes Jahr ja einen Kalender rausgebracht und dieses Jahr gibt es einen zweiten, weil ihr habt ihn geliebt, was mich so gefreut hat. Und das Besondere bei meinen Kalendern ist, dass die über 14 Monate gehen, nicht nur über 12, weil ich wollte, dass ihr halt schon früh genug auch eine Sommerferien planen könnt und auch noch über das Schuljahr hinaus. Deswegen genau gehen die 14 Monate und wenn ihr beide Kalender habt, dann überlappen die sich jetzt im Sommer, im August und September. Aber dann habt ihr halt mehr Platz zum Planen und könnt eben den alten fertig führen oder den neuen schon anfangen, ganz wie ihr wollt. Der Kalender ist ab jetzt vorbestellbar. Auf Amazon findet ihr den auf meiner Amazon-Seite in der Infobox. Da ist er immer verlinkt. Er kostet wieder 9,99 €. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ihn noch schöner zu machen als letztes Jahr, in meinen Augen zumindest. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, vorbestellbar ab jetzt. Ausgeliefert wird er dann aber erst ab Mitte, Ende April circa. Es dauert alles dieses Jahr ein bisschen länger durch die aktuelle Lage, aber ich denke, dafür Verständnis. Aber er beginnt ja auch eh erst im Sommer. Aber falls ihr die Ersten sein wollt, die ihn habt, die ihn haben, dann könnt ihr euch jetzt in die Infobox klicken. Ich bin selber schon ganz aufgeregt hier. Jetzt ganz viel Spaß bei deinem ersten Arbeitstag und ich würde sagen, los geht's! Zu diesem ganz besonderen Tag und meinem ersten Mitarbeiter in meinem ganzen Leben habe ich natürlich mir das nicht nehmen lassen, auch ein kleines Geschenk vorzubereiten. Ich habe jetzt keine passende Tasche gefunden. Ich habe hier eine Happy Birthday Tasche. Ich denke, da achtet er eh nicht drauf. Aber ich habe ihm hier so ein paar Kleinigkeiten reingemacht, quasi zu seinem ersten Arbeitstag. Auch wenn das so in unserer Beziehung ist, irgendwie finde ich es trotzdem wichtig, weil ich den Tag erlebe nur einmal so. Und wenn man irgendwo anders im Geschäft anfangen würde, jetzt in einer richtigen Firma irgendwo, dann würde man ja auch irgendwie ein Begrüßungsgeschenk mit Kugelschreiber und was weiß ich bekommen. Und ich dachte mir, warum mache ich das nicht auch für meinen Mitarbeiter hier zu Hause? Nur weil ich hier Homeoffice habe, heißt es ja nicht, dass ich das nicht auch machen kann. Und deswegen hoffe ich, dass er sich gleich freut. So, ich habe ein kleines Willkommensgeschenk für dich. Habe ich denn schon Geburtstag? Oh, ich bin dich überrascht. Das ist genau meine Größe eigentlich. Cool, oder? Mega. Raffi trinkt jeden Morgen halt zwei riesige Tassen Kaffee. Und hier steht drauf, Big Boss. Und dann lass mal los. Hier der Henkel, das sind so Bizeps. Haben wir jetzt gerade meinen Mops gesehen? So, neue jetzt, Arbeitskleidung. Ich kann sagen, ich kriege jetzt schon Arbeitskleidung. Er hat nur schwarze T-Shirts. Fast nur. 99%. Und jetzt mal wieder hier ein bisschen Farbe. Weiß, blau, grün und schwarz. Sieht gut aus, ja. Geil, danke. Kommt noch mal was? Oh, was ist das denn? Deins war ja voll und jetzt habe ich hier ein neues Journal für dich. Ich mache mir meine Notizen hier rein, genau. Und jetzt habe ich ein neues für einen neuen... Für viele To-Do-Listen! Genau.
Bevor es jetzt aber losgeht mit richtig Arbeiten hier, habt ihr noch ein paar Fragen gestellt auf Insta. Da kamen sehr viele, sehr häufig rein und die wollten wir jetzt beantworten. Die erste ist, seit wann plant ihr, dass ihr zusammen arbeitet? Ich glaube, unser Wunsch oder Traum, was wir schon immer, aber schon länger, mal, dass wir zusammenarbeiten können, weil es einfach so viele Aufgaben mittlerweile sind, aber... Ja. Ja, konkret wurde es erst so im letzten halben Jahr vielleicht. Aber ich finde, es gibt echt nichts Schöneres, wie man das halt auch zusammen mit dem Partner machen kann. Ich glaube, da ist nicht jeder so dafür gemacht. Haben wir aber zumindest schon von vielen anderen Pärchen gehört, dass sie das sich nicht zusammen vorstellen können. Aber wir stellen es uns richtig, richtig gut vor. Und deswegen freuen wir uns, dass es jetzt soweit ist. Aber die Frage ist, als was arbeitest du denn jetzt eigentlich? Was ist dein Job jetzt hier? Ja, schwierig. Ich glaube, ich habe ganz viele Aufgaben jetzt. Ich glaube, so das Hauptding wird sein, dass ich... deine ganze E-Mails beantwortet, also auch Verträge mit irgendwelchen Kooperationspartnern aushandeln, dann die ganze Buchhaltung. Alles, was so das Management angeht, das Organisatorische im Hintergrund, weil ich will mich halt auch meine kreativen Sachen konzentrieren und da gehört so viel Management-Sachen dazu und ich mache, wie gesagt, bisher eigentlich alles allein und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich einen Manager an meiner Seite habe und gleichzeitig auch noch einen Videograf. Ja. Denn er ist ab heute auch mein Kameramann und das ist so das, was am meisten Zeitersparnis einfach bringt, weil ich stelle halt sonst meine Kamera in den Videos immer tausendmal um und das nimmt so viel Zeit ein, das hört sich jetzt so richtig First-World-Problems an, aber einfach nur, dass ihr ein bisschen mehr greifen könnt. Wenn ich selber ein DIY-Video drehe und die Kamera immer selber umstellen muss für alle Shots, die ich machen will, dann brauche ich so circa 3 Tage. Und wenn ich einen Kameramann habe, weil wir haben es ja schon ein paar Mal so probiert, um zu testen, ob es auch wirklich cool wird, dann brauchen wir so 1,5 Tage dazu. Also ich komme viel, viel schneller voran und kann einfach viel schneller Videos drehen. Und ich brauche auch immer wieder Hilfe bei Videos planen und Material einkaufen. Das sind auch so Sachen, die einfach zum Teil einfach zu viele Aufgaben werden für nur eine Person. Und da wird er mir auch helfen. Ist es schwer gefallen, deine Arbeit zu verlassen? Wegen Kollegen, oder? Ja, ich glaube, wegen Kollegen war es schon schwer, aber ansonsten... Ja. Du hast deinen Job davor schon gemocht. Genau, aber ich habe mich jetzt auch hier drauf gefreut, muss ich sagen. Mit den Kollegen war es halt, mit Corona hat man eh keinen mehr gesehen, groß, alle im Homeoffice. Und dann konnte man sich halt nur irgendwie telefonisch verabschieden. Bisschen schade. Ja. Aber ein Lachen ist ein weinendes Auge, so, ja. Oder? Ich glaube, die meistgestellte Frage war, bekommt er dann sein Gehalt von dir oder teilt ihr euch dein Geld dann? Ich kann zum Glück sagen, dass ich in einer sehr guten Position bin, dass ich so viel Geld verdiene auch tatsächlich, dass es für 2 Leute reicht. Das heißt, ich... bezahle ihm natürlich ein Gehalt, was wir vereinbart haben. Das heißt, er bekommt jetzt eben sein Geld nicht mehr von der Firma, wo er davor gearbeitet hat, sondern eben von mir. Und dadurch habe ich halt weniger Geld. Aber es reicht immer noch. Auch eine sehr oft gestellte Frage, wird Raffi jetzt auch Influencer oder hilft er dir nur bei den Videos? Nein, ich werde keinen YouTube-Kanal aufmachen. Nee, ich werde Cassie einfach nur dabei unterstützen und viele Aufgaben einfach abnehmen. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall öfter Videos zusammen drehen, wenn es dir halt Spaß macht, wenn ihr es gerne seht. Ich habe auch so ein paar Challenges im Kopf, die ich halt alleine nicht machen kann, aber jetzt habe ich ja jemand. Ja. Aber generell wird es jetzt kein Pärchen-Channel, er wird kein Influencer. Ihr könnt ihm trotzdem gerne folgen auf Insta. Vielleicht postet er doch noch mal was. Jetzt habe ich mal ein bisschen mehr Zeit auf jeden Fall. Nein, jetzt wird gearbeitet. Spaß. Aber er hilft mir bei den Videos. Wie gesagt, Kameramann und Manager. Schneidet jetzt nur noch Raffi deine Videos. Geplant ist auf jeden Fall, dass ich das Schneiden lerne. Ich bin auch schon dabei. Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr schwer, dass ich ihre Videos schneide, weil sie hat ja auch ihren eigenen Stil. Genau, und ich liebe es halt auch. Also Videoschneiden macht mir so unfassbar viel Spaß. Und deswegen freue ich mich, dass ich mich nicht mehr um die Management-Sachen kümmern kann, damit ich halt mehr Zeit habe für die kreativen Sachen wie das Schneiden und so. Ich will, dass ich lerne, dass wenn ich mal krank wäre, dass du es auch machen könntest. Ja, aber ich glaube, es wäre ein ganz anderes Video, wenn ich es zweimal schneiden würde. Das würde man sehen, ja. Special Effects. Feuer. Nebel. Und nicht so in Pastellfarben. Ja, genau. Nee. Aber es ist wichtig, dass du es lernst, aber ich will meine Videos weiterschneiden. Cool. That's it. Jetzt würde ich sagen, legen wir los und arbeiten mal was. Team-Meeting. Aber zuerst gibt es natürlich noch eine kleine Arbeitseinweisung. Ich möchte Ihnen Ihr neues Büro zeigen. Zum einen haben wir hier unseren Bürohund. Sehr wichtig, ihn mindestens 15 Mal pro Tag zu streicheln. Fein. Dann kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen Ihr Büro, Ihr Arbeitsplatz. Sehr schön. Hier werden Sie in Zukunft die ganzen wichtigen E-Mails beantworten. Genau hier 2 Bildschirme für maximalen Arbeitskomfort. Und falls Sie zwischendurch mal eine kleine Relaxing-Pause brauchen, dann können Sie sich gerne hier vor dem Aquarium ausruhen, einfach die Fische ein bisschen beobachten und entspannen. Wichtig ist, diesen Platz hier mal freizuhalten für den Bürohund. Und wie gesagt, nicht vergessen, immer streicheln, gell? Eine kleine Kaffee- oder Teepause können Sie hier in der Küche machen. Die Tasse dafür haben Sie ja schon am Eingang erhalten. Gibt es auch einen Essensplan? Den gibt es nicht, aber es gibt eine Kantine.
Ja, super. Hier, freie Auswahl. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wir müssen jetzt noch die Aufgaben für heute durchsprechen. Ich muss das Video für morgen vorbereiten. Morgen gibt es ein What's in the Box Video mit Tammy. Und du kannst eigentlich mal die Instagram-Bilder durchschauen, die du gestern mit Sarah gemacht hast. Der Manager hat gesprochen. Cool, mache ich. Schaut, wie gut ist es eigentlich. Ich kann jetzt die Aufgabe an Raffi abgeben. Er kümmert sich darum. Und ich habe in der Zeit Zeit für was anderes. Und zwar, wie gesagt, für meine Instagram-Bilder. Ich war gestern mit Sarah welche schießen. Und heute Abend gehen wir auch wieder. Dann nehme ich euch später mit. Ich habe die jetzt hier auf meiner Speicherkarte. Und schaue mir jetzt alle durch. Guck, welche ich quasi gut finde, welche ich posten möchte. Ziehe mir alle schon mal aufs Handy, damit ich die dann bearbeiten kann in den nächsten Tagen. So, mein kleines Behind-the-Scenes für euch. Aus den... Jetzt muss ich mich erst daran gewöhnen, dass ich hier einen Mitarbeiter habe, der die ganze Zeit im Hintergrund rumläuft und Lärm macht. Spaß. Aus den 323 Bildern, die ich gestern gemacht habe, sind 12 Postings entstanden. Also 24 Bilder, weil ich habe meistens so einen Swipe. Also sagen wir 24 Bilder aus 323, die gemacht wurden. Und ich sage euch jetzt einfach nur, damit ihr nicht immer denkt, wenn ihr halt durch Instagram scrollt, dass das die Realität ist. Also die Bilder sind natürlich alles ich und ich versuche die auch ganz wenig zu bearbeiten oder jetzt zumindest keine Major Changes zu machen, wo man denkt, so, so sieht die gar nicht in echt aus. Aber einfach nur, um euch zu zeigen, nicht das erste Bild ist gleich das, was man benutzt und eben aus über 300 Stück entstehen auch nur 24 gute. Einfach nur so für euch als Reality-Check. Zur Feier des Tages haben wir auch noch Post bekommen von meiner Freundin aus Berlin. Also ich glaube zumindest, dass das für heute ist. Dann steht drauf, erst am 1.4. öffnen. Das machen wir jetzt gleich. Und wir haben auch noch Geschenke von meinen Freundinnen bekommen. Einmal hier ein wunderschöner Blumenstrauß. Oh, und von meinen Eltern auch noch einer. Der sieht so aus, ein bisschen wild. Aber ich finde es richtig schön, wenn da so ja, ganz viele unterschiedliche Blumen drin sind. Hier haben wir noch Eukalyptus dazwischen. Und ganz viele Blumen, bei denen ich den Namen nicht weiß. Aber es ist ein sehr schöner Strauß. Da haben wir uns riesig drüber gefreut. Aber auf das hier bin ich jetzt besonders gespannt, weil, wie gesagt, sie wohnen in Berlin und sie hätten nicht gesagt, dass irgendwas kommt. Happy, happy, happy day. Liebe Cassie, lieber Raffi, wir freuen uns sehr für euch, dass nun endlich der Tag gekommen ist und euer nächstes gemeinsames Abenteuer beginnt. Der neue Alltag wird mit Sicherheit eine spannende, bunte, herausfordernde und lustige und schöne Reise für euch beide. Und wir sind uns sicher, dass dieses Kapitel die ein oder andere Challenge für euch als Paar und Team bereithalten wird, die ihr aber meistern werdet. Oh Mann, ich kann echt nicht mehr lesen. Für stressige Momente gegen schlechte Laune und für etwas Entspannung im Arbeitsalltag senden wir euch dieses kleine Care-Paket Home Office Edition. Viele Grüße aus Berlin. Oh mein Gott, Leute, das ist... Wisst ihr, das ist so krass aufmerksam und gerade jetzt, wo man seine Freunde eh so selten sieht, ist sowas noch viel wertvoller als sonst, dass sie da auch richtig mitfiebern bei unserem Tag hier. Ich kriege richtig Gänsehaut, das ist so schön. Oh. Hier waren überall so kleine Zettel dran mit Botschaften drauf, jeweils passend zu dem Produkt. Und da ist, das sind so viele verschiedene Sachen drin, ich kann es echt gar nicht glauben. Das ist so aufmerksam und so liebevoll. Ich bin gerade echt richtig überwältigt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist auch einfach ein mega schönes Gefühl zu wissen, dass da ganz viele Leute auch mitfiebern bei unserem großen Schritt. Vielleicht können es auch nicht alle Leute verstehen, die das so sehen, dass es sowas Krasses auch ist. Aber überlegt euch mal, einen festen Job zu kündigen, um dann selbstständig zu werden. Wisst ihr, ob das jetzt, also... Es garantiert niemand dafür, dass es genauso gut weiterläuft. Wir versuchen natürlich alles daran zu setzen, dass wir richtig guten Content produzieren und so. Aber im Endeffekt ist es schon ein kleines Risiko. Wir fühlen uns aber richtig wohl dabei und ja, denken natürlich, dass es gut wird. Sonst hätten wir es jetzt auch nicht gemacht. Aber trotzdem ist es halt ein krasser Schritt, den wir hoffentlich nur einmal gehen und jetzt euch auf dieser Reise mitnehmen. Oh, schick! Da ist das Ding. Die kann man später reinfassen und ertasten, ohne zu sehen, was da eigentlich hier drin ist. What's in the box? Mit schöner Farbe sogar. Perfekt. Erste Aufgabe gut ausgeführt. Schwupp. Okay, bevor es zum Fotoshooting geht, haben wir jetzt noch eine Aufgabe. Und zwar müssen wir was für Instagram vorbereiten. Ich hatte hier auch schon mal erzählt, dass ich gerade an einem Projekt dran bin, was im Oktober rauskommt. Etwas von meinem Dreamboard. Genau, das hatte ich euch ja hier gezeigt. Da ist in 2 Wochen der Termin, dass ich 2 Wochen lang am Stück nur Fotos dafür machen muss. Was halt bedeutet, dass ich jetzt gerade, oder dass wir jetzt gerade dann die Videos vorproduzieren, was wir vorhin schon mal geplant hatten. Und gleichzeitig aber auch Content für Instagram vorproduzieren müssen, weil ich an den Tagen halt gar nichts anderes machen kann, außer diese Fotos. Und 2 Wochen lang keine Stories zu machen, geht auch nicht. Deswegen wollen wir jetzt so Storypläne erstellen. Habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ich mache immer alles spontan, was an dem Tag so passiert. Aber weil ich das ja eben noch nicht zeigen darf, was ich an dem Tag mache, macht das alles Sinn?
wollen wir einen Storyplan vorbereiten, damit es einfach jeder Tag so ein kleines Thema hat. Und das planen wir jetzt. Eine Idee dafür war zum Beispiel einmal zu machen, What I Eat in a Day. Dass Raffi einmal meine Story übernimmt und so zeigt, was er den ganzen Tag jetzt dann macht. Eine DIY-Box zu machen, dass er so DIYs, also ein DIY zusammensucht, das alles verpackt und ich muss quasi erraten, was es ist und es dann auch ausführen. Das mache ich dann alles abends nach unserem Shooting. Lauter solche Sachen. Falls ihr Ideen habt, schreibt sie sehr, sehr gerne in die Kommentare und folgt mir natürlich auf Instagram, denn dann seht ihr, was in der Story so passiert. So, das hier sind jetzt die Themen, die wir uns überlegt haben. Falls ihr noch andere coole Ideen habt, dann schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Das ist nämlich mal eine Lockenpracht. Ich habe mich gerade noch ein bisschen fertig gemacht, weil wir jetzt shooten gehen. Ich habe hier einen Rucksack dabei, voll mit Klamotten und Outfits. Treffen wir jetzt gleich Sarah draußen. Es ist übelst schönes Wetter, wie ihr sehen könnt. Und wir wollen ein paar Fotos im Sonnenuntergang machen. Wir haben jetzt auch mittlerweile schon 18 Uhr, also perfekte Uhrzeit, um jetzt noch ein paar gute Bilder zu machen. Hier, das ist Kali, den kennt ihr? Ne, kennt ihr nur von Instagram auch. Kali, komm mal her, sag mal hallo, tschüss. Schau, schau, schau. Ah! Er ist so rutschig. Jetzt sind wir. Kali! Bauch. Oh Gott, ist er fertig. Nein. Okay, Kali möchte nicht zu mir. Wir sind noch Namensvetter, Kali. Wir müssen doch zusammenhalten. Ist er nicht süß? Er ist ein Corki. Ich habe ganz viel auf Insta gefragt. Oh, was für eine Rasse ist das? Oh, meiner Schublad. Und jetzt schnappst du dir. Los. Oh. Immer noch. Glaubst nicht. Woo. Schöne am Set, wenn Hunde dabei sind, ist die Stimme gleich noch viel besser. Und jetzt gibt es wieder ein Outfit-Change. Und dann müssen wir uns beeilen, weil die Sonne fast weg ist. Ich hoffe, die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, waren schön. Ich habe es ja nicht gefilmt, das war er. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Allgemein der ganze Vlog, denn unser Arbeitstag ist hiermit zu Ende. Wir haben jetzt 19.30 Uhr. Wie hat es dir gefallen, Schatz? Ja, fand's gut. War auf jeden Fall, glaube ich, sehr produktiv. Das stimmt, wir haben heute echt mega viel gemacht. Und sehr abwechslungsreich. Also, hat es dir gefallen? Du kommst morgen wieder? Ja. Mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Es ist so cool, es jetzt einfach teilen zu können. Nicht alles alleine machen zu müssen. Und irgendwie macht es dann nochmal mehr Spaß, wenn man so ein bisschen verteilen kann. Und auch jemand einfach an der Seite hat. Das war schon schön. Ja. Ich hoffe, es geht so weiter. Abonniert meinen Kanal, damit ihr es nicht verpasst. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat, ob wir mehr Vlogs drehen wollen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Bis bald.